So, werte Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Wir sind hier auf dem Kanal der Gamerinsel. Mein Name ist Mr. Kachen und wir spielen jetzt weiter. Meine Brüder kontrollieren die Stimmenmehrheit meiner... Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja, und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lordregent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Okay. Ja, das hat mich ein bisschen irritiert, dass der andauernd geschossen hat. Auf was hat denn der gezielt, bitte? Eieieiei. So, informiere dich über die Weiner. Aha. Was zur Hölle sind Weiner? Egal. So, wir haben ja jetzt... Ach nein, das... Wo blocke ich denn eigentlich? Ich hab nicht mal einen Plan, wo ich blocke. Aber egal. Nee, ist auch nicht. Ach, Juno. Blocken ist für Noobs. Dauerattacke. Das machen die Pros. So, gut. So, komm, ich will meine nächste Mission. Ich will. Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kunde, verstehe. Ja. Ja. So, Admiral Haverlock. Haverlocke. Hallo, Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Das ist doch schön. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn sie ihm helfen wollen. Ah, wunderbar. Was zur Hölle ist ein Weiner? Aber egal, dann machen wir uns jetzt... Wo ist Piero? Der ist bestimmt oben wieder, die alte Sackratte. Dann fragen wir erstmal, ob uns Sam... Was? Rune oder Knochen hat etwa? Wo? Oh, das sind zwei Runen, Alter. Die will ich natürlich haben. Aha. Wie komme ich da hin? Irgendwas sagt mir, dass ich hier falsch bin. Wie komme ich denn da runter? Ja, jetzt haben wir natürlich... Ach, okay, hier geht's hoch. Kann ich hier irgendwie noch nach unten kommen? Oder muss ich durch die Kanalisationsluke da nach unten? Oder vielleicht auch von hier? Wer weiß, das Edelweiß. Hahaha. Nee, gut, dann... Hoppala. Gehen wir erstmal in die Kanalisationsluke. Beziehungsweise, pass auf, ein paar Betäubungsbolzen von Piero. Pack die Eier auf den Tisch. Corvo, mein Freund. Brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Ja, auf jeden. Ich möchte aber keine Betäubungsbolzen, ich möchte normale Bolzen. Gut, da haben wir 10 von 10 und pass auf, dann können wir noch ein paar Betäubungsbolzen mitnehmen. Alles klärchen. Dankeschön. Gut, dann haben wir jetzt genug Armbrustbolzen, um die komplette kaiserliche Armee auszuradieren. Im besten Fall, wenn wir mit einem Bolzen so 10.000 Leute treffen, dann auf jeden.
Wieso muss immer ich die Kackarbeit machen, hä? Was ist überhaupt ein Weiner? Kann mir das mal einer sagen? Was schreit hier so rum? Hallo? Hallo? Ne, hier ist keiner. Okay, gut, dann gehen wir zurück und... Oh mein Gott. Was zur Hölle ist ein Wein? Warte, hier waren wir doch schon mal. Ich weiß nur nicht... Ach so, ach so. Ah. Alles klärchen, Bärchen. Na, ich will da nach unten. Na, komm schon. Dankeschön. Gut, hier sind aber die Knochenartefakte zufällig nirgends. Warte mal, die sind ja da, aber in 50 Metern. Alles klar, da kommen wir erstmal noch nicht hin. So, Weiner, komm, pack die Eier auf den Tisch, machen wir es kurz. Ich kill dich und ende im Gelände. Oh. Das sind Weiner. Oh, voll in den Poppes. Was bist du überhaupt für ein Teil? Das sind diese Infizierten, von denen die immer erzählen. Okay. Alter, was ist hier los? Es tut mir leid, aber ich werde bei unserem... Ja, bla bla bla. Wunderbar. Oh, hier ist... Oh, eine Rune. Wunderbar. Ach, dann pass auf, haben wir drei Runen und dann können wir... Die Beherrschung. Ja, möchte ich. Dankeschön. Pass auf, kann ich mir die jetzt... Kann ich mir die nochmal irgendwo hinlegen? Auf, das ist jetzt die Beherrschung. Okay. So, wo ist hier noch eine Rune? Da. Kann ich die... Ah, und da mal die nächste Rune. Wunderbar, das sind zwei Runen auf einen Schnalz. So, wo geht's hier noch hin? Da waren wir noch nicht. Hier ist nix. Alles klar. Gut, dann war's da schon wieder in der Kanalisation hier, das, bin ich auch nicht traurig drüber, muss ich mal sagen. Kanalisation ist jetzt so nicht mein Lieblingsort, ne? Warte mal, aber hier geht's anscheinend weiter. Oder hat mich das getäuscht? Ich dachte, könnte ich nach unten tauchen. Ich dachte, da wäre was, aber kann ich anscheinend nicht. Alles klar. So. Dann komm schon, lass mich hoch. Hüpf! Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Aufseher Martin ist da. Ah, ja, ich bin... Ja, ja. Tapferste Mann, ja. Ach, ups, da muss ich hin. Ha. So, hallo, ja. Ha, ich bin verlegen. Ha. Moin. Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Nö. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Alles klärchen. Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Okay. Ist wohl am besten. Aha. Begib dich irgendwo hin zum Golden Cat. Okay. Wir gehen also jetzt ins Edelbordell, in Edelpuff. Alles klärchen. Bärchen. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Muss gar kein. Sorry. Gut. So, die Maske wieder auf dem Poppes. Wir können jetzt auch zoomen. Können auch ein Artefakt geben, den kleinen Boney. Boney.
Zell. Gut, ich werde sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen, Corvo. Den restlichen Weg müssen sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste klar. ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten. Wenn er sie nicht vorher tötet. Aha. Das ist sein Gebiet. Ha. Lustig. Seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Aho. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach ihnen und der Kleinen, die sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily ihnen viel bedeuten muss. Ja. Und wie? Ich kenne die doch nicht mal. Wenn sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern. Bla bla bla. So. Ach so, deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weine auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Wenn wir eine Alter, wer feuert denn hier schon wieder auf mich? Warte, wie? Können wir mal zoomen? Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht, glaube ich. Hallo? Alter, was ist los hier? Kann halt doch nicht. Hoppala. Nee, ich kann nicht zoomen. So, den töten wir gleich mal. Zack, die Bohne. Ja, wir hinterlassen natürlich. Ach, da ist ein Beutel. Ich dachte schon, was blinkt denn da? Wir hinterlassen natürlich eine Spur des Todes. Dreh dich nicht um. Alles klar schon. Warte mal, hier ist doch. Oh, hier sind wieder ein Haufen Artefakte. Noch ein Artefakte über Knochen. Ah, wunderbar. Die Ratten essen das Ding wirklich auf, Alter. Das ist echt eklig. So gut. Sollen wir den Ratten mal ein bisschen Nahrung? Auf den Poppes. Nein! Du wachst. Alter, wann los? Wo ist der? Wo ist der? Oh. Irgendwas feuert hier auf mich. Das ist die Kanone da oben. Alter, was ist denn los? Warte mal. Was genau schießt hier jetzt auf mich? Ah. Münze. Kann ich das Ding irgendwie deaktivieren? Vielleicht. Mit einer gezielten. Warte mal. Wieso kann ich das Ding nicht werfen? Das macht jetzt aber nichts, ne? Was ist das nun mal genau? Bringt mir auch nichts. Warte, so hoch kann ich aber auch nicht. Hä? Irgendwie muss ich das doch. So vielleicht? Oh! Warte mal. Nee, ich komme da nicht hoch. Alles klar, gut. Oh. Fehlen meine Knochenartefakte. Und dann nichts wie weg. Kommen nicht rein. Wunderbar. Pass auf, das erste Knochenartefakt ist da in 55 Schmetern. Achtung, Bürger von Dunwall. Alle Ratten! Informationen zum Tod des okay, die tun mir nichts. Na, wer bist du? Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Ja. Na, wunderbar. Ich möchte aber mein Knochenartefakt da oben. Hallo? Ist er das? Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slackjaw. Sie greifen jetzt an, wir will reden. In der Destillerie. Okay. Na dann gehen wir mal rein. So, da in 70 Metern ist ein Knochenartefakt. Das könnten wir uns doch direkt mal holen. Nicht mehr lange aus.
Hier habe ich doch letztens erst alle getötet. Wieso sind da schon wieder lauter Leute? Arg. Ah. Wunderbar. Unzerstörbar. Warte, war doch der Schlüssel? Nee. Kann ich dann so da irgendwie? Nee, auch nicht. Pass auf, hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Hallo? Da hinten war doch auch letztens ein Schlüssel. Nö. Auch nicht. Hm, wo ist der Schlüssel? Ha, ich habe keinen Plan. Hier ist nichts. Pass auf, ich könnte mich höchstens jetzt... Ach so, warte, kann ich mich in eine Ratte oder so verwandeln? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Das bin nur ich. Hallo, moin. Aber wir können doch da mal eine explosive Flasche. Autsch. Ich hab mich selbst. Pau's Maul. Na komm, die sterben aber auch gar nicht. Der Überlebenpfeil durch den Kopf. Ja, immer doch. Ich lasse Knochenartefakt da drin, jetzt mal ohne Mist. Kann ich irgendwie die Beutel dieser Spackos ausnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Langsam, langsam. Du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Vielleicht Joe hebt sich das gute Zeug selbst auf. Wo ist dieser fucking Schlüssel? Egal, wir reden, ne? Jetzt reden wir mal. Wir reden jetzt mal mit diesem Slackjack. Slackjaw. Slackjaw heißt ja nicht Slackjack. Aber das ist ja fast das Gleiche. Komm, hier muss doch irgendwo so ein verkackter Schlüssel sein. Nein. Gott, ist hier noch irgendwo noch ein Artefakt? Natürlich nicht, ne? Gut, warte, vielleicht ist hier irgendwo ein Schlüssel? Nee. Nee. Vielleicht hier hinten. Da könnte natürlich gut sein. Nein. Hm, wie kommen wir denn da rein? Verdammt, wo ist dieser Schlüssel? Gut. Tja, ich sehe gerade, wir haben schon wieder ein bisschen Zeit vertrödelt. Nein. So, wir haben schon ein bisschen Zeit vertrödelt. Lass mich doch endlich mal... So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. So, pack die Eier auf den Tisch. Was auch? Nein. Kann ich das hier... Ha! Das hat jetzt irgendwie gar nichts gebracht, ne? Oh! Nee, nein. Halt, stopp. Da bin ich... Warte, wenn ich den umbringe, ist wahrscheinlich das Spiel verloren, ne? Ja, aber ich bin sowieso tot. Gut, das wollte ich eigentlich gar nicht. Bin ein bisschen verplant zurzeit und ich mache jetzt mal einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein, euer Mr. Karchen.